Gut. Deshalb ist sowas auch in Nürnberg, Fürth und Stuttgart möglich. Gute Möglichkeit, einen kommunalen Rahmen vorzugeben, weshalb steht es da. Das ist auch ein Tick suggestiv. Wenn man mit Politikern kommuniziert, kommuniziert man mit Menschen, die absolut geil auf ihrem Job sind. Ja, klar, Politiker wird man, weil man irgendwas regeln möchte, weil man irgendwas neu, irgendwas umdeuteln möchte, irgendwas. Und wenn man denen jetzt auch tatsächlich sagt, ja, hier, sogar ihr als Nürnberger, als Fürther Stadtrat hättet die Möglichkeit, so was Großartiges zu regeln, ein Modellprojekt auf die Beine zu stellen, auf den Weg zu bringen. Und ihr wärt sozusagen die, die das regeln und nicht die im Bundestag. Wäre das nicht toll? Okay, zurzeit Cannabis Social Club Diskussion in mindestens einem Dutzend deutscher Städte, und zwar da, wo es mittlerweile im Stadtrat ist oder auch auf der politischen Ebene angekommen. Zurzeit aus meiner Sicht am weitesten in Münster. In Münster wurde nämlich der Antrag nicht abgelehnt, sondern mehrfach verwiesen in den Ausschuss. Und es ist tatsächlich eine sehr interessante Situation, weil das ein Bürgerantrag war, ein paar tausend Leute unterschrieben haben und Mitte September nur einzig und allein der Oberbürgermeister gewählt wird. Jetzt ist aber eine blöde Situation. Der Bürgermeister kommt von der SPD, regiert wird von Rot-Grün. Es gibt aber auch noch die Linken, die Piraten und die FDP. Und es könnte tatsächlich am Ende vielleicht sogar sein, dass so eine Kleinigkeit wie wir lehnen den Antrag da ab, vielleicht 1000 Stimmen hin oder her verschieben. Und die 1000 Stimmen sind für den Menschen, der Oberbürgermeister werden möchte, sehr wichtig. Also so bizarr es klingt, aber auf einmal sind die Landfreunde Münster in einer sehr interessanten Position. Und eigentlich müsste der Antrag noch vor der Wahl abgestimmt werden. Und jedes Mal, wenn die Sitzung ist und es wird nicht abgestimmt, ist eigentlich ein totaler Erfolg, weil er ja immer noch übernehmen ist. Man muss ja wieder sozusagen einen Grund gebracht werden, warum man dann jetzt noch nicht abstimmt. Das ist das, dass man noch mehr Informationen braucht. Und das mit den Informationen ist natürlich super gut für uns. Weil je mehr Politiker über tatsächlich Cannabis Social Clubs sozusagen rausfinden, desto geiler finden sie das. Weil es kostet ja nicht mal Geld, tendenziell bringt es ja sogar Geld. Na, also vielleicht nicht für die Kommune, aber auch die Kommune ist froh, wenn ein paar Leute einfach einen geregelten Job haben, anstatt halt irgendwie ab und zu mal aufs Amt zu müssen. Oder. Also jede Kommune, auch in Deutschland, auch in Erlangen-Höchstadt, Arbeitslosenquote 2,8%. Selbst dort wird man sich freuen, auf 2,6% zu kommen. Bin mir sehr sicher. Gut, hohe Akzeptanz bei den Usern. Da habe ich auch zitiert, in Stuttgart gab es auch einen Antrag sozusagen aus der Bürgerschaft. Und da haben ganz schön viele Leute auch unterschrieben. Ist auch ganz schön erfolgreich. Die haben dort eine Art System, dass man Haushaltsposten abstimmen kann, beziehungsweise voten kann. Und der Stadtrat stimmt dann automatisch mit den 10 meistgenannten Fällen ab oder so. Das ist zwar eine freiwillige Sache, aber ein gutes Zeichen für die Demokratie. Die Clubs haben es in Stuttgart nicht auf Platz 10 gebracht, aber ich glaube auf Platz 15. Da haben ganz schön viele gestaunt von den Politikern. Boah, echt krass, ey. So, weil es gibt schon ganz schön viele Anträge, die eingebracht werden. Also die sozusagen von Bürgern kommen und also da Platz 15 in so einer großen Stadt wie Stuttgart zu schaffen, ist schon gar nicht schlecht. Haben wirklich alle hohe Akzeptanz bei den Usern. Ist tatsächlich so, also ich rühre euch da nicht an, seitdem ich über Cannabis Social Clubs rede, bin ich selber ganz erstaunt, wie viele Leute das als eine nicht nur Alternative, sondern als die bessere Alternative zum Coffeeshop sehen. Ich gehöre tatsächlich seit ein paar Jahren auch zu den Überzeugten. Ich bin aber kein Dogmat. Sollte es aus mir unerfindlichen Gründen in Deutschland zu einer anderen Legalisierung als mit Cannabis Social Clubs sozusagen stattfinden,
werde ich höchstwahrscheinlich mir sagen, na gut, ich akzeptiere auch einen Coffeeshop bei mir in der Kostenlose Hauptstraße. Ja, nein, also das ist wieder nicht dogmatisch sein. Wenn die Leute sich erstmal entschieden haben und sagen, okay, das ist unser System und so ähnliches, das ist für mich kein Todeskampf. Aber wir sind genau jetzt in der richtigen Zeit, um über verschiedene Konzepte zu reden und die mal ins Spiel zu bringen, um auch denen, die vielleicht noch nicht so entschlossen sind, ja, die neuesten Umfragen sind irgendwie Zustimmungsquote 40% oder sowas. Ich hätte gerne mit so einem Konzept die letzten 10% bis zu 50, denen eine Alternative gegeben und gesagt, ey, hier, das ist was Solides, Sicheres, Anständiges, das kennt ihr schon, das ist gar nicht so fremd für Süddeutschland, in jedem Dorf gibt es 5 Vereine und kein Mensch weiß, was die da drin treiben. Niemand. Okay, allgemeine kulturelle Akzeptanz, das meine ich eben, Vereinsstruktur ist durchaus bekannt, muss man nichts Neues erfinden. Guter Kompromiss auch für Gegner, das ist eigentlich eine sehr witzige Sache, dass man das Konzept ist so charmant, dass man beinahe nicht nein sagt. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat das vor 10 Tagen entdeckt. Sie hat sich tatsächlich geäußert, also sozusagen die Adelung unserer Bestrebungen, dass die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen überhaupt von Cannabis Social Clubs überhaupt erfahren hat. Und sie haben sich tatsächlich geäußert, dass so ein Konzept durchaus für Deutschland vorstellbar wäre. Ich bin beinahe umgefahren, wenn ich das gelesen habe. Also das sozusagen eine Präventionswirkung zulassen oder sowas anzuschieben. Unglaublich. Also, und das meine ich, guter Kompromiss auch für Gegner. Die sollen das eigentlich verhindern, politisch. Und wenn die sogar sagen, naja, aber beim Cannabis Social Club fällt uns auch nichts mehr ein. Okay, super. Keine Kosten ist für die meisten deutschen Kommunen, weil die meisten deutschen Kommunen pleite sind, auch ein toller Aspekt. Indirekte Einnahmen, siehe Colorado, ich komme langsam zum Schluss. Colorado hat sozusagen zwar direkte Steuereinnahmen noch oben drauf gemacht, aber selbst wenn man nur den Effekt rechnet, wie viele Leute dort mittlerweile angestellt sind und wie viel an Sozialversicherung bezahlt wird, normale Arbeitslohnsteuer und wie viel Kosten gespart werden über den öffentlichen Bereich, dass man dann ausgeben muss, kommt schon was zusammen. Damit meine ich die indirekten Einnahmen. Weil ich versuche immer, also ich versuche das auch so ein bisschen wirtschaftlich, volkswirtschaftlich den Politikern klarzumachen, wenn jeder eine Steuer drauf macht, wie zum Beispiel im Cannabiskontrollgesetz, von 4 bis 6 Euro pro Gramm, dann erzeugt ihr, dass so ein Cannabis-Fachgeschäft nicht konkurrenzfähig ist. Es gibt jetzt eine Szene von Grower, die natürlich weiterhin billiger produzieren werden können, als die Steuer ist. Das heißt, jemand, der nach Cannabis-Kontrollgesetz ein Geschäft aufmacht, hat immer einen marktwirtschaftlichen Nachteil gegenüber jemandem, der 3 Pflanzen zu Hause anpflanzt, vielleicht selber gar nicht raucht und das halt einmal zur Erntezeit einmal aufteilt und es für einen lächerlichen Preis von 3 Euro hergibt. Aber das ist ein unglaublicher Vorteil gegenüber dem, der tatsächlich diese Steuer zahlen muss. Ich empfehle auch immer dem Staat, als solches nicht an Steuern zu denken. Denn der Staat ist auch ein bisschen züchtig, und zwar eben nach Steuern. Wenn es tatsächlich der Gedankengang ist, sozusagen, dass das Cannabis oder Drogenkonsum voll ist und dass das der Staat verhindern will, dann darf sich der Staat auf gar keinen Fall daran gewöhnen, dadurch Steuereinnahmen zu generieren. Und wir sehen es ja, also der Schäuble beschwert sich, wenn die Zigarettensteuer auf einmal sinkt. Ja, unangenehm, obwohl insgesamt die Steueraufkommen steigt, aber er hätte trotzdem gern nochmal 200 Millionen mehr. Ist klar, wenn ich in Berlin wohne, fahre ich nach Polen oder dass es mir von mir ein Essen liefern wird. Auch hier in Bayern im Grenzbereich. Also, wer kauft denn da Zigaretten in Deutschland an, wenn er 30, 40 Kilometer